haben es ja mächtig eilig, Herr Moser. Zeit ist Geld. Wieder Probleme mit dem Magen? Sind Sie unter die Hellseher gegangen? Das nicht. Aber wenn jemand so gereizt Auto fährt wie Sie... Sie alles wissen, Herr Doktor. Sie alles wissen. Dr. Techner hat Hausbesuche. Hausbesuche? Ja. Haben Sie dann einen Termin vereinbart? Nee. Ja dann? Ja, dann vereinbare ich jetzt einen Termin mit Ihnen. Gut. Wann wollen Sie dann kommen? Wieso? Ich bin ja schon da. Herr Obdin, Sie bringen mich so Weißglut. Wenn es so dringend ist, dann gehen Sie doch rüber zu Dr. Raschwein. Ich will aber zu Dr. Techner. Er macht Hausbesuche. Bei mir zu Hause war er jedenfalls noch nicht. Moin, moin. Na, guck mal hier, Hausbesuche. Ich habe ihm schon gesagt, dass Sie keinen Sprechstunden haben. Was gibt's denn, Kalle? Die Pumpe, Herr Doktor, mir geht's gar nicht gut. Die Pumpe. Na, kommt. Denken Sie, dass es ein Magengeschwür ist? Es könnte auch eine Gastritis sein. Da sind die Schmerzen manchmal genauso stark. Sind Sie nüchtern? Glauben Sie, ich habe getrunken am frühen Morgen? Ich meinte, wann haben Sie zuletzt gegessen? Geht doch ein bisschen runter. Gestern Abend eine Kleinigkeit. Gut, dann machen wir gleich noch eine Gastroskopie. Das soll sehr unangenehm sein. Der Rachen wird mit einem Spray betäubt. Und Sie kriegen eine Spritze, dann bekommen Sie die Untersuchung gar nicht so mit. Ramona! Wann kommt denn Schwester Jutta zurück? Bald. Wie bald? Bald. Ist richtig so? Ja, wunderbar. Alles in Ordnung. Soll ich noch assistieren? Nein, machen Sie bitte die Quartalsabrechnung weiter. Ja. Normalerweise lasse ich so junge Mädchen ja gar nicht an meinen Luxuskörper ran, aber die hat so zarte Hände. Da gehen die Herzschmerzen von ganz alleine weg, was? Oh, schön wie es. Ich hab dich überall gesucht. Warst du einkaufen? Mach ich schon noch. Ja, dann beeil dich mal. Ich kann mich nicht um alles allein kümmern. Snö doch nicht gleich rum. Ich mach das schon noch. Inken, wo bleibst du denn? Ich kann doch hier nicht alles alleine machen. Morgen erst mal. Ja, morgen. Ich hab auch mal was zu Hause zu tun. Warum zieht ihr nicht endlich hier ein? Da wäre manches einfacher. Fang nicht damit wieder an. Dann könnte ich mir auch mehr Zeit für Tommy nehmen. Und er könnte jeden Tag dein Auto sauber machen, oder? So, warum nicht, wenn es ihm Spaß macht? Dafür habe ich ihm ja auch sein Taschengeld erhöht. Für sein Moped. Er spart auf ein Moped? Wusste ich gar nicht. Ist ja auch reine Männersache. Verwöhnst du nicht ein bisschen sehr? Und bist du nicht ein bisschen streng mit ihm? Und das wird wirklich keinen Fakt? Setz dich mal, Kalle. Also, am EKG kann ich nichts erkennen. Also nichts Gravierendes. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, ich habe aber doch diese Schmerzen, immer diese Schmerzen. Wie lange schon? Ja, manchmal kriege ich gar keine Luft mehr. Zum Beispiel gestern, als ich die Fischkisten aus dem Kutter gehievt habe, da habe ich gedacht, ich muss sterben. Ah! Na, war es so schlimm? Wie geht es denn jetzt weiter? Bleiben Sie liegen. Ich habe eine Gewebeprobe entnommen. Die schicke ich ein. Ja. Wenn der histologische Befund da ist, dann sprechen wir das Ergebnis. Ab sofort strikte Diät und Säureblock, aber das haben wir ja schon geklärt. Was für? Ja. Mhm. Ja, dann komme ich vorbei in eine Viertelstunde. Ja, bis dann. Ein Notfall. Aber ich denke, es wird nicht so lange dauern. Herr Moser, ich muss los. Wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute, bis dann. Sind Sie mit dem Auto da? Natürlich. Dann müssen Sie noch mal im Wartezimmer Platz nehmen. Wieso das denn? Weil Sie in diesem Zustand nicht fahren dürfen. Sie müssen warten, bis die Wirkung der Spritze nachgelassen hat. Ich rufe ein Taxi. So, eine Überweisung zur Physiotherapie. Die Massagen müssen Sie allerdings selber bezahlen. Wieso denn das?
Die Kassen zahlen das nicht mehr. Lumpenpack! Sie können natürlich auch Gymnastik machen, aber ob das viel nützt? Ja, das kostet wenigstens nichts. Moin. Einen Moment noch bitte. Dr. Roswein ist gleich zurück. Was ist denn passiert? Ein Unfall. Schön, dich zu sehen. Wir sehen uns ja gar nicht mehr. Ich bin mächtig im Druck. Kommst du mit Bahn? Ist alles Licht. Und morgen? Ich muss die Abrechnung fertig machen. Bis du das zurückkommst, muss ich fertig sein. Du musst das verstehen. Und zum Friseur musst du auch mal wieder. Sonst hast du immer die Haare geschnitten. Ich habe bald wieder mehr Zeit für dich. Tobias, kannst du mich hören? Hat er Papiere bei sich? Tobias, hörst du mich? Hör mal, Junge, hast du Papiere bei dir? Jetzt verschwinden sie hier. Und Sie haben das genau gesehen? Ja, hat ihm ja die Vorfahrt genommen. Ist mit Karacho so über die Kreuzung wie ein Henker. Ganz ruhig. Haben Sie das Kennzeichen gemerkt? Das tut gar nicht nötig. Das war Klaas Moser, habe ich genau gesehen. Aha. Ich bin sowas von zerschlagen, ne? Das muss mit der Spritze zusammenhängen. Und du bist so mit dem Auto gefahren? Haben die das nicht verboten? Klar haben sie die, ne? Richtig durch Ramona. Die paar Kilometer so. Benebelt bin ich ja auch wieder nicht. Hier lässt deine Suppe nicht kalt werden, ne? Ach, gehst du mal. Ja. Na komm. Na los. Na komm. Hallo, Per. Wir würden gern mal deinen Vater sprechen. Ja, mein Vater ist krank. Per, wir sind hier nicht zum Spaß. Das ist eine polizeiliche Ermittlung. Zwecks Klärung eines Sachverhalts. Dürfen wir rein? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass mein Vater krank ist. Ah. Tag, Herr Moser. Herr Moser, ist das Ihr Fahrzeug da? Ja, wieso? Haben Sie den Wagen vor etwa einer Stunde bewegt? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie haben einen Verkehrsunfall verursacht. Mit schweren Personen- und Sachschaden. Ich habe was? Sie haben die Vorfahrt nicht beachtet, Herr Moser. Und dabei ein Fahrzeug zu einer Vollbremsung veranlasst. Es gibt Zeugen. Und? Gehirnerschütterung, wie du ja auch schon vermutet hast, und eine Fraktur des rechten Arms. Keine Läsionen im Schädel-CT? Nee. Der Junge hat Glück gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht. Darf ich vorstellen, Schwester Veronika, mein bester Freund Dr. Uli Tesch. Ja, aber ihr kennt euch doch. Ja, wir kennen uns. Ja, wir kennen uns sehr gut. Sehr gut. Sind die Eltern von dem Jungen schon benachrichtigt? Mach ich sofort. Lassen Sie mal, ich mach das schon. Ich bring's denen schon bei... Das ist der Enkel von Albert Eckholm. Aber einen guten Kaffee können wir jetzt brauchen. Sehr gern, mache ich sofort. Du hast die Schickel angeheuert? Ist eine sehr gute Kraft. Ja, aber wem sage ich das? Besonders beim Kaffeekochen, ne? Ja,
Hat sie nie Kaffee für dich gekocht? Doch. Sehr stark. Sie hat das... Sie hat das... Das richtige Händchen. Apropos Händchen. Wollen wir nicht mal wieder angeln gehen? Vielleicht morgen. Morgen? Nee, du, das geht nicht. Da, da habe ich schon was anderes vor. Du machst dich ziemlich rar in letzter Zeit. Und dir scheint die Decke auf den Kopf zu fallen. Wird Zeit, dass Jutta zurückkommt. Sondern? Das trifft sich gut. Da steigt eine kleine Party bei mir. Ihr seid herzlich eingeladen. Was für eine Party? Weißt du, Uli, es gab Zeiten, da musste ich dich an meinen Geburtstag nicht erinnern. Das gibt's doch nicht. Inken! Das Auto ist weg. Was soll das heißen, das Auto ist weg? Ja, das Auto ist weg. Das kann doch keiner geklaut haben. Tobias war doch die ganze Zeit hier. Dieser Lausepingel, der ist mit dem Auto weg. Aber er kann doch überhaupt nicht fahren. Klar kann er fahren, ich hab's ihm doch beigebracht. Du hast ihn fahren lassen? Es tut mir leid, aber Tobias hatte einen Unfall. Siehst du? Halb so schlimm, der Arm ist gebrochen, eine leichte Gehirnerschütterung, aber Professor Roswein kümmert sich um ihn. Ich fahre ins Krankenhaus. Nein, fahren Sie heute Abend, jetzt braucht der Junge erstmal Ruhe. Aber ich glaube, die Herren dort erwarten Sie. Und Papa auch noch? Der ist noch bei der Polizei. Ist Papa sehr sauer. Na, junger Mann, was machen die Kopfschmerzen? Geht so. Er muss jetzt wieder schlafen. Morgen sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Tschüss. Guten Abend, Herr Bohm. Wir haben Feierabend. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte gern mit Ihnen sprechen. Ich wüsste nicht, was es da zu sprechen gibt. Zunächst einmal, wie geht's Ihrem Sohn? Den Umständen entsprechend. Hören Sie, Sie können mir glauben, dass mir das alles sehr leid tut. Und ich bin mir auch im Klaren darüber, dass mich eine gewisse Schuld trifft. Eine gewisse Schuld? Ja, Ihr Sohn war nicht angeschnallt. Sonst wäre das alles nicht passiert. Außerdem ist er minderjährig, hat keinen Führerschein. Trotzdem haben Sie den Unfall verursacht. Ja, aber Sie haben Ihre Aufsichtspflicht verletzt. Ich weiß. Dafür werde ich gerade stehen. Können Sie mir sagen, was Sie eigentlich von mir wollen? Ich bin bereit, ein angemessenes Schmerzensgeld zu bezahlen. Kommt natürlich für den Schaden an Ihrem Wagen auf. Das wird die Versicherung klären. Die wird sich an den Schuldigen halten. Und wer das ist ja wohl klar. Nein, das ist nicht ganz klar. Ich war nicht ganz bei mir heute Morgen wegen gewisser Medikamente. Ich hatte eine Gastroskopie. Das ist mir egal. Ich weiß nur eins, mein Sohn liegt im Krankenhaus. Und das ihretwegen. Ich wollte verhindern, dass das weitere Kreise zieht. Das schadet nicht nur meinem Ruf, auch Ihrem. Aber bitte, wenn wir uns nicht gütlich einigen können. Ihren Ruf, den können Sie sich sonst wohin stecken. Und jetzt verschwinden Sie. Ich habe dich reinkommen sehen. Ja. Manchmal finde ich nur noch hier meine Ruhe. Ich habe unserem Herrgott gedankt, dass es mit Tobias so glimpflich abgegangen ist. Schlimm genug. So, du bist ja zornig auf Mark, ne? Er ist einfach unverantwortlich. Er lässt ihm jeden Willen. Ja, es ist nicht gut, wenn die Eltern ihre Kinder nicht zusammen erziehen. Und vor allem an einem Strang ziehen. Was soll ich denn tun? Vielleicht wieder mit ihm zusammenziehen? Das ist deine Sache. Ich halte mich da raus. Ich komme langsam in das Alter, wo man sich heraushalten muss. Ich gehe rüber zu Dr. Roswein, wenn es ist, rufst du mich an. Ja. Hallo. Moin. Arbeiten Sie jetzt hier? Das weiß ich gar nicht, wie du da ist. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Dr. Teschner, privat.
Privat ist erst nach der Sprechstunde. Ja, dann in die Sprechstunde. Tut mir leid, dass du ständig hin und her laufen musst. Das hält fit. Jutta kommt ja am Samstag wieder. Ist der Moser heute da? Nein. Wenn er kommen sollte, sein Befund ist da. Ja, Roswein. Ich habe da neulich schon mal angerufen, es geht um eine Patientin. Na, wahrscheinlich habe ich mich einfach bei der Gartenarbeit übernommen. Also mit dem Fuß ist alles in Ordnung. Aber wahrscheinlich sind Sie ja nicht nur deswegen zu mir gekommen. Naja, ich wollte Sie fragen, wann kommen denn unsere Frauen von Bali zurück? Am Samstag. Hat Ihnen das Floriane nicht gesagt? Ja, wann denn genau? Ich will sie vom Flugplatz abholen. Lassen Sie mal, Herr Wilson. Ich habe sie hingebracht. Ich hole sie auch wieder ab. So, das wär's. Haben Sie sonst noch irgendwelche Beschwerden? Nee, sonst ist alles okay. Dann sagen Sie Schwester Gitte bitte Bescheid, sie möchte den nächsten Patienten reinschicken. Ach, da fällt mir noch ein... Noch was? Ja, Klaas Moser hat Anzeige gegen Dr. Roswein erstattet. Bitte? Ja, und damit auch gegen Sie als Leiter dieser Gemeinschaftspraxis. Das verstehe ich nicht. Er war ziemlich dun am Tag des Unfalls. Er war betrunken? Ja, das nicht, aber er stand unter starkem Medikamenteneinfluss. Frau Moldenhauer, bitte. Entschuldigung, einen Moment noch, ja? Ui, moin, Frau Moldenhauer. Sie scherzen mich leider im Moment nicht aufgelegt, Herr Kollege. Wenn ich störe? Nein, bleiben Sie ruhig. Also, um es kurz zu machen, Herr Moser war doch hier zur Gastroskopie. Ja. Er hat eine Beruhigungsspritze bekommen? Er war ziemlich aufgeregt. Nach der Gastroskopie hat er sich in sein Auto gesetzt und dann, naja, ist es zu diesem Unfall gekommen. Das ist ja wohl eindeutig seine Schuld. Der Mann hat uns angezeigt. Was? Das gibt's doch nicht. Der setzt sich über unsere Anweisungen hinweg und erstattet dann Anzeigen. Wir haben jetzt ein ziemliches Problem an der Backe. Mit dem es nicht gut Kirschen essen. Wir können ja demnächst Wachen auf dem Hof aufstellen und die Autoschlüssel konfiszieren. Wir sind doch hier nicht im Kindergarten, Mensch. Ich werde mit ihm reden. Nein, ich spreche mit ihm. Das ist mein Patient. Ich habe ihn wirklich aufgeklärt. Ja. Ihr Fall, Herr Kollege. Oh, schön haben Sie es hier. Na, der auch, ja. Ja, komm mal her, du. Na. Sieht nicht gut aus, was? Sind Sie bloß nicht in Operation? Och, histologisch gesehen besteht dazu kein Grund. Ja, nein, wir kriegen das mit Medikamenten in den Griff. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten sich an die Therapie. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Herr Moser... Ich komme noch aus einem anderen Grund. Ach ja? Sie haben behauptet, dass Sie nicht über die Wirkung des Sedativums aufgeklärt worden sind. Ja, so ist das leider. Schwester Ramona hat Sie doch ausdrücklich auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Woher wissen Sie das? Sie hat Sie ins Wartezimmer geschickt, bis Sie wieder fahrtüchtig sind. Waren Sie dabei? Nein. Na bitte. Ach, hören Sie doch auf, ich kenne meine Mitarbeiter. Und Schwester Ramona ist die Gewissenhaftigkeit selber. Aber Herr Doktor, das ist doch kein Beweis. Nein, sie hat mir keinerlei Anweisungen gegeben. Menschenskind, Sie lügen doch. Ich muss doch Sie bitten. Damit Sie im Bilde sind, ich werde die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen. Ich habe Kartoffelsalat für dich gemacht. Ich habe heute überhaupt keinen Appetit. Dann nimm dir das doch nicht alles so zu Herzen. Hm? Leicht gesagt. Und wenn ich meinen Job verliere? Ja, Teschner und Moritz wissen doch, dass du die Wahrheit sagst. Und wenn Moser bei seiner Aussage bleibt und das Ganze vor Gericht geht, dann steht Aussage gegen Aussage. Das ist noch kein Grund, dich zu kündigen. Vielleicht zweifelt Teschner ja dann auch. Ich weiß ja selbst nicht mehr, was ich denken soll. Das traut sich der Moser doch nie. Kennst du den aber schlecht. Na prima. Haben wir es fast geschafft. Ja. Du hast dich ganz schön eingefummelt. Eingefummelt? Eingearbeitet. Kann ich dich noch mal was fragen? Aber natürlich. Es ist wegen Ramona, weil, also ich dachte, dass,
Benny schläft immer noch nicht. Du sollst immer zu ihm kommen. Die Damen entschuldigen mich bitte und mach dir nicht zu viel Gedanken. Das kommt schon wieder auf die Reihe. Jetzt ist Schluss. Ich brauche frische Luft. Ich auch. Himpelchen und Pimpelchen, die gingen auf einem Berg. Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen war ein Zwerg. Sie blieben lange da oben sitzen und wackelten mit ihren Zipfelmützen. Nach 27 Wochen, da sind sie in den Berg gekrochen. Da schlafen sie in guter Ruhe. Nun schließ die Augen und hör fein zu. Wir können Ramona nicht im Stich lassen. Da geht es so schlecht. Wir müssen etwas unternehmen. Aber was? Ich weiß nicht. Vielleicht könnte Eckhorn mit diesem Moser reden. Er hatte ihm ja schon einmal die Meinung gesagt. Das kann er doch aber nicht schon wieder machen. Naja. Eigentlich ist es ganz blöd, dass es zwischen dir und Per nicht mehr läuft. Lass mal. Die Pause ist sowieso vorbei. Wie geht's dir denn so? Ah, geht so, ne? Hast ja kein Wort mehr mit mir geredet, seit damals, als du Schluss gemacht hast. Ja. Bist du eigentlich immer noch sauer wegen dem Brief? Schnee von gestern. Das war aber echt blöd von mir. Ziemlich blöd. Oh Mann. Wie geht's dir so? Geht so. Ja, ich habe im Moment ziemlich viel Stress wegen meinem Vater, weil er krank ist und dann muss ich den ganzen Haushalt alleine machen. Naja, lernst wenigstens kochen. Ja, aber jetzt auch noch diese Geschichte mit dem Autounfall. Und dass er euch damit reinziehen will, das finde ich echt nicht in Ordnung. Angeblich hat der Ramona ihn nicht richtig informiert. Das sagt er euch. Wie? Ja, er war informiert. Das hat er mir selber gesagt. Das hat er dir gesagt? Ja. Echt? Sie machen es sehr gut. Einfach wundervoll. Ganz entspannt, Herr Obden. Ganz entspannt. Mist ist ja nur, dass ich das alles alleine bezahlen muss. Na, das müssen Sie ja gar nicht alles alleine bezahlen. Nur zuzahlen müssen Sie. Kann man das nicht auch mit Fisch machen? Ich meine, Fisch habe ich ja genug, aber kein Geld. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Eine Massage. Ein Zahn. Da. Wie wär's denn damit? Zum Glück leben wir ja nicht mehr in der Naturalwirtschaft. Was heißt denn zum Glück? Sie kennen meinen Zahn da noch nicht. Nicht so viel reden, Herr Obden. Ganz entspannt. Ach, guten Abend, Chef. Moin, moin. Ich wollte bloß mal nach dem Rechten sehen. Und? Läuft's? Das Bier? Überhaupt. Läuft. Das Bier, der Laden. Läuft alles. Irgendwann müsste Floriane jetzt auch wiederkommen, ne? Wir haben Samstag. Kein Stammtisch heute? Egal. Kann ich eins haben? Ja. Danke. Du gestattest? Inken war heute wieder im Krankenhaus. Es geht Tobias schon viel besser. Ich weiß. Und du? Ich? Was? Du hast ihn noch nicht besucht? Ich werde morgen hingehen. Darf ich dich auf ein Bier einladen? Ich kann mein Bier allein bezahlen. Und falls du glaubst, dass Tobias die Schuld allein trifft... Das sage ich ja gar nicht. Schuld trifft auch dich. Ja, ich weiß, ich habe viel falsch gemacht. Zuerst habe ich mich zu wenig um den Jungen gekümmert. Und
Dann habe ich ihn zu sehr verwöhnt. Ob das glaubst du oder nicht, ich mache mir ziemliche Vorwürfe. Na, hoffentlich hält das recht lange an. Wo bleibst du denn? Hausaufgaben. Was dagegen? Machst du mir noch einen Tee? Kannst du es nicht einmal selber machen? Autofahren kannst du doch auch in jeder Lebenslage, sogar unter Medikamenten. Was soll denn das jetzt? Na komm, komm, setz dich. Was bist du? Schwarz oder weiß? Du kannst alleine spielen. Was ist denn los mit dir heute? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Du sollst die Anzeige zurückziehen. Welche Anzeige? Jetzt tu doch nicht so, du weißt genau, wovon ich rede. Du warst informiert, dass du das Auto stehen lassen sollst. Woher willst du das wissen? Ja, weil du mir das selber gesagt hast. Was geht dich das an? Wegen dir bekommt Ramona wahrscheinlich noch ein paar Fahnen in den Hals. Ach was, so schlimm wird schon nicht sein. Ich spiele auf jeden Fall nicht mit und ich habe ja sowieso die Faxen dicke. Jetzt hör mir mal genau zu, mein Junge. Ja, wenn du die Anzeige nicht zurückziehst, dann... Was ist dann? Willst du dich etwa gegen deinen Vater stellen? Ich hab richtig Schnauze voll. Mich siehst du hier nicht wieder. So? Ah, immer noch schief. So ist gut. Und jetzt bist du dran. Ich hole dich her und dann schneiden wir dein Haar. Muss das jetzt sein? So kannst du nicht länger rumlaufen. Und heute gar nicht. Wir machen das und bist du am Boden. Das ist ja ein toller Empfang hier. Woher habt ihr denn gewusst, dass ich heute vorbeikomme? Also, du bist ja nicht gemeint, Herr Obdin. Und außerdem kommst du zur Unzeit. Ich muss mit dem Doktor reden. Heute gibt's keine Sprechstunde. Nur ganz kurz. Es ist Samstag. Was gibt's denn? Ich habe ihm gesagt, dass Sie nicht so sprechen sind. Karl, ich hab's eilig, ich muss zum Flugplatz. Ich wollte nur sagen, das war gar kein Infarkt. Ja, das ist doch klar, das wissen wir doch. Es geht mir alles schon viel besser. Auch mit den Massagen? Ja, sehr gut. Aber teuer. Ja. Jeanette! Jeanette, beeilt euch! Jutta kommt doch an. Oh, da kann sie ja endlich mal wieder norddeutschen Fisch essen. So. Ganz schöne Mähne. Mach's kurz. Ganz kurz? Jetzt mach aber mal halblang. Also, was denn nun? Kurz oder halblang? Na, normal, wie immer. Eben sagst du. Mach's kurz. Da habe ich die Zeit gemeint. Du bist die geborene Friseurin. Und die geborene Tierpflegerin. Und die geborene Arzthelferin. Ich kann doch viel mehr. Ich weiß. Ich bin froh, dass Jutta wiederkommt. Dann hast du wenigstens wieder Zeit für mich. Bis Gertrud wieder auf dem Damm ist, mache ich hier sowieso noch weiter. Was? Au! Gut, Unschuld! Unschuld, ich kann Unschuld! Hilfe! Au! Jeanette, beeil dich, wir schaffen das sonst nicht. Hilfe! 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 Hannes ist verletzt, der blutet wie verrückt! Das hat gerade noch gefehlt. Tetanusimpfung hast du ja, ne? Aha. Na, das war ein ganz schöner Schnitt. Ich hab das nicht gewollt. Ja, das hoffe ich auch. Bring was für mein Zeug. Ich meine, es blutet jetzt ziemlich stark. Das ist eine sehr empfindliche Stelle, aber die Schmerzen sind nicht groß, oder? Das ist nicht so schlimm. Na, also. Wächst es denn wieder richtig zusammen? Keine Sorge. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Sag mal, ist er hier? Nein, wieso? Weißt du, wo er sein könnte? Seit gestern Abend weg. Ah, da, Rosa. Naja, dann nichts für ungut. Kann ich Ihnen helfen? Er sucht Per. Hier ist er nicht. Auf dem Handy erreiche ich ihn nicht. Ich war schon überall. Per ist sauer auf ihn, wegen der Anzeige. Das verstehe ich. Dann hast du ihn etwa aufgestachelt? Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Rosa. Jeanette hat damit nichts zu tun. Vielleicht leidet Ihr Sohn darunter, dass sein Vater lügt. Jetzt reicht's. Es war doch Ihre Sprechstundenhilfe. Jetzt hören Sie auf mit dem Quatsch. Sonst vergesse ich mich.
Sie sollten sich schämen und sich um Ihren Sohn kümmern. Das muss ich mir nicht denken lassen. Cool, Papa. Los, ruf mal Pierre auf seinem Handy an. Vielleicht meldet er sich, wenn er deine Nummer sieht. Kann schon sein. So. Hallo, Pierre. Na also. Ich bin Jeanette. Dein Vater war gerade bei uns. Den hast du echt weit gekocht. Ob das die richtigen Methoden sind, ich weiß ja nicht. Herr will uns doch bloß helfen. Ja, schön. Aber wenn ich mal nicht wüsste, wo du bist, ne? Keine Bange. Du belügst ja niemanden. Ist da Mama drin? Die ist bestimmt schon gelandet. Ich verstehe das nicht. Sollen wir uns ein Taxi nehmen? Bis nach Ekelsen, bist du verrückt? Ja. Hallo. Hey. Hi. Entschuldige, aber ich hatte einen Notfall. Und? Wie war der Flug? Lange. Mein Schatz. Herzlich willkommen, ihr Weltreisenden. Danke. Hi. Sven nicht da? Ich habe ihm nicht gesagt, wann ihr kommt. Gute Idee. Ich will auf dem Bahn. Ja, klar. Mein kleiner Schatz. Meine Große. Hast du mir was mitgebracht? Wusstest du, dass Gertrud eine Operation hatte? Nee, das habe ich auch eben erst erfahren. Hättest du mir ruhig am Telefon sagen können. Ist ja alles wieder in Ordnung. Und wir machen uns dann flotten. Gibt's sonst noch so ein paar Neuigkeiten? Nö. Nö. Na dann, ist ja alles bestens. Hm? Hallo, Tobi. Hallo. Na, wie geht's unserem Helden? Immer noch Schmerzen? Ja, es geht schon wieder. Ich wollte dich schon früher besuchen, nur... Ja, ich verstehe das, wenn du sauer bist, aber... Klingt vielleicht blöd. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich mach das bestimmt nicht wieder. Das will ich doch hoffen. Ist viel am Auto kaputt? Naja... Also, ich gebe was dazu. Alles, was ich für meinen Mofa gespart habe. Okay. Mama sagt, das kommt vor Gericht. Ja, ich habe mir Vanya Teschner als Anwalt genommen. Der meint, ohne eine größere Geldbuße wird es nicht abgehen für mich. Und dieser Moser? Der wird wohl ein bisschen mehr zahlen müssen als ich. Und die Pappe ist er auch los. Und ich? Komme ich in den Knast? In den Knast nicht. Aber ein paar Wochen Sozialarbeit wirst du wohl machen müssen. Wenn es weiter nichts ist. Ja, und das mit dem Führerschein hast du dir auch versaut. Da wirst du 2 Jahre warten müssen. Schöner Mist. Aber setz dich doch. Tja, das könnte ich. Aber du könntest doch aufstehen. Ich habe mit dem Oberarzt gesprochen, ich kann dich mit nach Hause nehmen. Ehrlich? Mhm. Du Held. Ach, entschuldige. Jetzt kommen sie. Bitte? Ja, da sind sie. Bitte? Was denn? In Schlau. Ja. Hallo. Moin, moin. Danke. Ich nehme die mal. Tschüss, Flori. Tschüss. Hallo, Floriane. Hallo. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Ja, war sehr schön. Na komm. Die Begrüßung spricht ja Bände. Tag, nee, Frau, und herzlich willkommen. Das ist mein neuer Kollege. Ja, Pete. Dieter Pete. Angenehm. Darf ich mal? Geht.
Flug und so. Soll ich dir was zu essen machen? Hab im Flieger gegessen. Übrigens, mein Kollege, der wohnt im Moment hier. Ach ja? Wenn es dich stört. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal eine Dusche. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Wo bist du gewesen? Du, eines sage ich dir, Freundchen. Solange du hier bei mir lebst, tust du, was ich dir sage. Dr. Teschner hat mich gebeten, wieder nach Hause zu fahren. Dr. Teschner? Du kannst ja bei dem wohnen, wenn es dir besser gefällt. Ja, Jeanette hat mich angerufen. Das habe ich auch versucht. Mehrfach. Aber auf die Mailbox hast du mir nicht gesprochen. Jedenfalls nicht das, was ich hören wollte. Das ist aber eine Überraschung. Ja. Die Torte haben Jeanette und Gitte für dich gebacken. Ja, jedes Sahnehäubchen ist von mir. Ja, geh spielen, geh spielen. Wir freuen uns alle, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch so. Ich hole den Kaffee. Was ist denn mit dir passiert? Gitte hat ihm vor lauter Liebe ins Ohr gebissen. Aber wenn es mal so wäre. Aber sonst geht's euch gut. Na ja, so einigermaßen. Tobias ist wieder aus dem Krankenhaus. Ja. Pia ist da. Hat mich vorhin angerufen. Tobias war im Krankenhaus? Ja, das erzähle ich dir alles später. Ich wollte dir bloß sagen, dass mein Vater die Anzeige zurückgezogen hat. Echt? Ja, er hat wohl gemerkt, dass ich auf so einen Scheiß echt keinen Bock habe. Komm noch mit rein. Wir trinken gerade Kaffee. Nee, lass mal. Ich muss auch mal wieder. Man sieht sich, ne? Frau Sellmann. In ihrer unendlichen Güte wollte ihr auch noch mit in der Küche herumwirtschaften. Wieso das denn? Na, weil doch Frau Jürgens krank war. Wer war denn hier noch alles krank? Klasmose hat die Anzeige zurückgezogen. Oh. Ja, das möchte ich dem auch geraten haben. Was denn für eine Anzeige? Was ist denn hier noch alles passiert? Das erzähle ich dir alles später. Jetzt trinken wir erstmal Kaffee. Also, ich glaube, ich kann euch nie wieder alleine lassen. Das musst du auch nicht. Wirklich nicht. Und Moritz, wie geht's dem? Der wollte eigentlich zum Kaffee trinken kommen. Der wird bei seinem Vater sein. Das habe ich völlig vergessen. Herbert hat heute Geburtstag. Hast du ihn nicht gratuliert? Ich habe nicht dran gedacht. Eigentlich hat er uns ja zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Und uneigentlich? Ach komm, du bist doch viel zu müde nach dem langen Flug. Nee. Ich bin blitzmunter. Da gehen wir hin. Entschuldige, dass ich jetzt erst komme, aber wir waren noch dienstlich unterwegs. Du hast noch gar nichts zum Garten gesagt. Ja, sehr schön. Ja, mein Kollege auch richtig beigeholfen. Toll. Falls es dich stört, zieht auch bald wieder aus. Wo ist er denn? Na, draußen, da raucht noch einer. Magst du was trinken? Nee, ich bin zu groggy. Ich wollte dir noch was sagen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Trennen? Ich hatte viel Zeit, über uns nachzudenken. Hast du mir immer noch nicht verziehen? Darum geht's doch überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur nicht, dass du der Mann bist, nach dem ich gesucht habe. Wie stellst du dir das vor? Wir haben noch das Haus zusammen. Dafür wird sich sicher eine Lösung finden, aber bestimmt nicht heute. Und überhaupt bin ich jetzt müde. Ich gehe jetzt schlafen. Störe ich? Ja. Du, ich kann auch heute schon zurück in die Pension gehen. Weißt du, ich möchte wirklich keine Umstände machen. Das ist schon in Ordnung. Ich kann auf der Couch schlafen. Und ihr beide könnt ja da schlafen. In den Ehebetten. Moin. Prost. Moin. Hey, wer kommt denn da?
Hallöchen. Schönen guten Abend allerseits. Das ist aber eine Überraschung. Da wird sich Herbert freuen. Ich hole ihn gleich. Und? Wohlbehalten zurück? Wie war's denn auf Bali? Heiß. Was macht denn Frau Schinkel hier? Keine Ahnung. Ja, ja. Die arbeitet jetzt bei meinem Vater in der Klinik. Nicht nur das. Je später die Gäste. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Glückwunsch, Alter, und bleibt der Alte. Ich werde mich bemühen. Und? Wie war es auf Bahn? Ach, heiß. So, Achtung, Achtung. Euch muss ich ja nicht vorstellen. Nein, das musst du nicht. So. Tja, Babs, dann würde ich sagen, auf deine Gesundheit. Nein, auf euch alle. Schön, dass ihr gekommen seid. Prost. 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 So, Kinder, jetzt aber ran ans kalte Buffet. Froni hat ganz leckere Sachen gezaubert. Drückt dich der Schuh? Hm. Hast du das gewusst? Dass sie bei ihm arbeitet, ja. Aber dass er sie Froni nennt, nein. Ist er eifersüchtig auf ihn? Och. Nicht die Spur. Wir müssen ja nicht so lange bleiben. Du wolltest auf die Party. Ich bin auf einmal so müde, der lange Flug. Das kommt mir aber sehr entgegen. Ich habe mir den Abend auch ganz anders vorgestellt. Wie denn? Mit den Massagen? Ja, sehr gut. Aber teuer. Ja. Jeanette! Jeanette, beeilt euch! Jutta kommt doch an. Oh, da kann sie ja endlich mal wieder norddeutschen Fisch essen. So. Ganz schöne Mähne. Mach's kurz. Ganz kurz? Jetzt mach aber mal halblang. Also, was denn nun? Kurz oder halblang? Na normal, wie immer. Eben sagst du. Mach's kurz. Da habe ich die Zeit gemeint. Du bist die geborene Friseurin. Und die geborene Tierpflegerin. Und die geborene Arzthelferin. Ich kann doch viel mehr. Ich weiß. Ich bin froh, dass Jutta wiederkommt. Dann hast du wenigstens wieder Zeit für mich. Bis Gerhard wieder auf dem Damm ist, mache ich hier sowieso noch weiter. Was? Au! Ah! Gut, unschuld! Ah! Gut, unschuld, Gerhard, unschuld! Hilfe! Au! Jeanette, beeil dich, wir schaffen das sonst nicht. Hilfe! 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 Hannes ist verletzt, er blutet wie verrückt. Das hat gerade noch gefehlt. Tetanus-Impfung hast du ja, ne? Aha. Na, das war ein ganz schöner Schnitt. Ich hab das nicht gewollt. Ja, das hoffe ich auch. Bring was für Bandzeug. Ich meine, es blutet jetzt ziemlich stark. Das ist eine sehr empfindliche Stelle, aber die Schmerzen sind nicht groß, oder? Siehst du schon. Na, also. Wächst es denn wieder richtig zusammen? Keine Sorge. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Sag mal, ist er hier? Nein, wieso? Weißt du, wo er sein könnte? Ist er gestern Abend weg. Ah, da, wo ist er? Naja, dann, nichts für ungut. Kann ich Ihnen helfen? Er sucht Per. Hier ist er nicht. Auf dem Handy erreiche ich nicht. Ich war schon überall. Per ist sauer auf ihn, wegen der Anzeige. Das verstehe ich. Dann hast du ihn etwa aufgestachelt? Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Moser. Jeanette hat damit nichts zu tun. Vielleicht leidet Ihr Sohn darunter, dass sein Vater lügt. Jetzt reicht's. Es war nur Ihre Sprechstundenhilfe. Jetzt hören Sie auf mit dem Quatsch.
sonst vergesse ich mich. Sie sollten sich schämen und sich um Ihren Sohn kümmern. Das muss ich mir nicht denken lassen. Cool, Papa. Los, ruf mal Pierre auf seinem Handy an. Vielleicht meldet er sich, wenn er deine Nummer sieht. Kann schon sein. So. Hallo, Pierre. Na also. Ich bin Jeanette. Dein Vater war gerade bei uns. Den hast du echt weich gekocht. Ob das die richtigen Methoden sind, ich weiß ja nicht. Herr will uns doch bloß helfen. Ja, schön. Aber wenn ich mal nicht wüsste, wo du bist, hä? Keine Bange. Du belügst ja niemanden. Ist da Mama drin? Die ist bestimmt schon gelandet. Ich verstehe das nicht. Sollen wir uns ein Taxi nehmen? Bis nach Ekelsen, bist du verrückt? Ja. Hallo. Hey. Hi. Entschuldige, aber ich hatte einen Notfall. Und, wie war der Flug? Lange. Hallo. Mein Schatz. Herzlich willkommen, ihr Weltreisenden. Danke. Hi. Sven nicht da? Ich habe ihm nicht gesagt, wann ihr kommt. Gute Idee. Ich will auf dem Bad. Ja, klar. Mein kleiner Schatz. Meine Große. Hast du mir was mitgebracht? Wusstest du, dass Gertrud eine Operation hatte? Nee, das habe ich auch eben erst erfahren. Hättest du mir ruhig am Telefon sagen können. Ist ja alles wieder in Ordnung. Und wir machen uns dann flotten. Gibt's sonst noch so ein paar Neuigkeiten? Nö. Nö? Na dann, ist ja alles bestens. Hm? Hallo, Tobi. Hallo. Na, wie geht's unserem Helden? Immer noch Schmerzen? Ja, es geht schon wieder. Ich wollte dich schon früher besuchen, nur... Ja, ich verstehe das, wenn du sauer bist, aber... Klingt vielleicht blöd. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich mach das bestimmt nicht wieder. Das will ich doch hoffen. Ist viel am Auto kaputt? Naja... Also, ich geb was dazu. Alles, was ich für mein Mofa gespart habe. Okay. Mama sagt, das kommt vor Gericht. Ja, ich habe mir Vanya Teschner als Anwalt genommen. Der meint, ohne eine größere Geldbuße wird es nicht abgehen für mich. Und dieser Moser? Der wird wohl ein bisschen mehr zahlen müssen als ich. Und die Pappe ist er auch los. Und ich? Komme ich in den Knast? In den Knast nicht. Aber ein paar Wochen Sozialarbeit wirst du wohl machen müssen. Wenn es weiter nichts ist. Ja, und das mit dem Führerschein hast du ja auch versaut. Da wirst du 2 Jahre warten müssen. Schöner Mist. Aber setz dich doch. Tja, das könnte ich. Aber du könntest doch aufstehen. Ich habe mit dem Oberarzt gesprochen, ich kann dich mit nach Hause nehmen. Ehrlich? Mhm. Du Held. Ach, entschuldige. Jetzt kommen sie. Geht? Ja, da sind sie. Bitzi! Was denn? Bin schlau. Ja. Hallo. Moin, moin. Danke. Ich nehme die mal. Tschüss, Flori. Tschüss. Hallo, Florian. Hallo. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Ja, war sehr schön. Na komm. Die Begrüßung spricht ja Bände. Ich brauche frische Luft, ich auch. Himpelchen und Pimpelchen, die gingen auf einem Berg. Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen war ein Zwerg. Sie blieben lange da oben sitzen und wackelten mit ihren Zipfelmützen. Nach 27 Wochen, da sind sie in den Berg gekrochen. Da schlafen sie in guter Ruhe, nun schließ die Augen und hör fein zu.
Wir können Ramona nicht im Stich lassen. Da geht es so schlecht. Wir müssen etwas unternehmen. Aber was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht könnte Eckhorn mit diesem Moser reden. Er hatte ihnen ja schon einmal die Meinung gesagt. Das kann er doch aber nicht schon wieder machen. Naja. Eigentlich ist es ganz blöd, dass es zwischen dir und Per nicht mehr läuft. Lass mal. Pause ist sowieso vorbei. Wie geht's dir denn so? Ah, geht so, ne? Hast ja kein Wort mehr mit mir geredet, seit damals, als du Schluss gemacht hast. Ja, bist du eigentlich immer noch sauer wegen dem Brief? Schnee von gestern. Das war aber echt blöd von mir. Ziemlich blöd. Oh Mann. Wie geht's dir so? Geht so. Ja, ich habe im Moment ziemlich viel Stress wegen meinem Vater, weil er krank ist und dann muss ich den ganzen Haushalt alleine machen. Naja, lernst wenigstens kochen. Ja, aber jetzt auch noch diese Geschichte mit dem Autounfall. Und dass er euch damit reinziehen will, das finde ich echt nicht in Ordnung. Angeblich hat der Ramona ihn nicht richtig informiert. Das sagt er euch. Wie? Ja, war informiert. Das hat er mir selber gesagt. Das hat er dir gesagt? Ja. Echt? Sie machen es sehr gut. Einfach wundervoll. Ganz entspannt, Herr Obdehn. Ganz entspannt. Mist ist ja nur, dass ich das alles alleine bezahlen muss. Na, das müssen Sie ja gar nicht alles alleine bezahlen, nur zuzahlen müssen Sie. Kann man das nicht auch mit Fisch machen? Ich meine, Fisch habe ich ja genug, aber kein Geld. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Eine Massage, ein Zahn. Da. Wie wär's denn damit? Zum Glück leben wir ja nicht mehr in der Naturalwirtschaft. Was heißt denn zum Glück? Sie kennen meinen Zahn da noch nicht. Nicht so viel reden, Herr Obdehn. Ganz entspannt. Ah, Abend, Chef. Moin, moin. Ich wollte bloß mal nach dem Rechten sehen. Und? Läuft's? Das Bier? Überhaupt. Läuft. Das Bier, der Laden. Läuft alles. Irgendwann müsste Floriane jetzt auch wiederkommen, ne? Wir haben Samstag. Kein Stammtisch heute? Egal. Kann ich eins haben? Ja. Danke. Du gestattest? Inken war heute wieder im Krankenhaus. Es geht Tobias schon viel besser. Ich weiß. Und du? Ich? Was? Du hast ihn noch nicht besucht? Ich werde morgen hingehen. Darf ich dich auf ein Bier einladen? Ich kann mein Bier allein bezahlen. Und falls du glaubst, dass Tobias die Schuld allein trifft... Das sage ich ja gar nicht. Schuld trifft auch dich. Ja, ich weiß, ich habe viel falsch gemacht. Zuerst habe ich mich zu wenig um den Jungen gekümmert. Und dann habe ich ihn zu sehr verwöhnt. Ob das glaubst du oder nicht, ich mache mir ziemliche Vorwürfe. Nö, hoffentlich hält das recht lange an. Wo bleibst du denn? Hausaufgaben. Was dagegen? Machst du mir noch einen Tee? Kannst du es nicht einmal selber machen? Autofahren kannst du doch auch in jeder Lebenslage, sogar unter Medikamenten. Was soll denn das jetzt? Na komm, komm, setz dich. Was bist du? Schwarz oder weiß? Du kannst alleine spielen. Was ist denn los mit dir heute? Wir sind hier Laus über die Leber gelaufen. Du sollst die Anzeige zurückziehen. Welche Anzeige? Jetzt tu doch nicht so, du weißt genau, wovon ich rede. Du warst informiert, dass du das Auto stehen lassen sollst. Woher willst du das wissen? Ja, weil du mir das selber gesagt hast. Was geht dich das an? Wegen dir bekommt Ramona wahrscheinlich noch ein Verfahren in den Hals. Ach was, so
schlimm wird schon nicht sein. Ich spiele auf jeden Fall nicht mit und ich habe ja sowieso die Faxen dicke. Jetzt hör mir mal genau zu, mein Junge. Ja, wenn du die Anzeige nicht zurückziehst, dann... Was ist dann? Willst du dich etwa gegen deinen Vater stellen? Wer? Wo willst du denn hin? Ich hau ab, ich hab richtig Schnauze voll. Mich siehst du hier nicht wieder. So? Ah, immer noch schief. So ist gut. Und jetzt bist du dran. Ich hole dich her und dann schneiden wir dein Haar. Muss das jetzt sein? So kannst du nicht länger rumlaufen. Und heute gar nicht. Wir machen das am besten am Boden. Das ist ja ein toller Empfang hier. Woher habt ihr denn gewusst, dass ich heute vorbeikomme? Also, du bist ja nicht gemeint, Herr Obdin. Und außerdem kommst du zur Unzeit. Ich muss mit dem Doktor reden. Heute gibt's keine Sprechstunde. Nur ganz kurz. Es ist Samstag. Was gibt's denn? Ich habe ihm gesagt, dass Sie nicht so sprechen sind. Karl, ich hab's eilig, ich muss zum Flugplatz. Ich wollte nur sagen, das war gar kein Infarkt. Ja, das ist doch klar, das wissen wir doch. Es geht mir alles schon viel besser. Ist ja mächtig eilig, Herr Moser. Zeit ist Geld. Wieder Probleme mit dem Magen? Ist unter die Hellseher gegangen? Das nicht. Aber wenn jemand so gereizt Auto fährt wie Sie... Sie alles wissen, Herr Doktor. Sie alles wissen. Dr. Techner hat Hausbesuche. Hausbesuche? Ja. Haben Sie dann einen Termin vereinbart? Nee. Ja dann? Ja. Dann vereinbare ich jetzt einen Termin mit ihm. Gut. Wann wollen Sie dann kommen? Wieso? Ich bin doch schon da. Herr Obdin, Sie bringen mich zur Weißglut. Wenn es so dringend ist, dann gehen Sie doch rüber zu Dr. Rochschwein. Ich will aber zu Dr. Techner. Er macht Hausbesuche. Bei mir zu Hause war er jedenfalls noch nicht. Moin, moin. Na, guck mal hier, Hausbesuche. Ich habe ihm schon gesagt, dass Sie keinen Sprechstunden haben. Was gibt's denn, Kalle? Die Pumpe, Herr Doktor, mir geht's gar nicht gut. Die Pumpe. Na, kommt. Denken Sie, dass es ein Magengeschwür ist? Es könnte auch eine Gastritis sein. Da sind die Schmerzen manchmal genauso stark. Sind Sie nüchtern? Glauben Sie, ich habe getrunken am frühen Morgen? Ich meinte, wann haben Sie zuletzt gegessen? Geht doch ein bisschen runter. Gestern Abend eine Kleinigkeit. Gut, dann machen wir gleich noch eine Gastroskopie. Das soll sehr unangenehm sein. Der Rachen wird mit einem Spray betäubt. Und Sie kriegen eine Spritze, dann bekommen Sie die Untersuchung gar nicht so mit. Ramona! Wann kommt denn Schwester Jutta zurück? Bald. Wie bald? Bald. Ist richtig so? Ja, wunderbar. Alles in Ordnung. Soll ich noch assistieren? Nein, machen Sie bitte die Quartalsabrechnung weiter. Ja. Normalerweise lasse ich so junge Mädchen ja gar nicht an meinen Luxuskörper ran, aber die hat so zarte Hände. Da gehen die Herzschmerzen von ganz alleine weg, was? Oh, schön wie es. Ja.
Ich hab dich überall gesucht. Warst du einkaufen? Mach ich schon noch. Ja, dann beeil dich mal. Ich kann mich nicht um alles allein kümmern. Snö doch nicht gleich rum. Ich mach das schon noch. Inken, wo bleibst du denn? Ich kann doch hier nicht alles alleine machen. Morgen erst mal. Ja, morgen. Ich hab auch mal was zu Hause zu tun. Warum zieht ihr nicht endlich hier ein? Da wäre manches einfacher. Fang nicht damit wieder an. Dann könnte ich mir auch mehr Zeit für Tommy nehmen. Und er könnte jeden Tag dein Auto sauber machen, oder? So, warum nicht, wenn es ihm Spaß macht? Dafür habe ich ihm ja auch sein Taschengeld erhöht. Für sein Moped. Er spart auf ein Moped? Wusste ich gar nicht. Ist ja auch reine Männersache. Verwöhnst du nicht ein bisschen sehr? Und bist du nicht ein bisschen streng mit ihm? Und das wird wirklich keinen Fakt? Setz dich mal, Kalle. Also, am EKG kann ich nichts erkennen. Also nichts Gravierendes. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, ich habe aber doch diese Schmerzen, immer diese Schmerzen. Wie lange schon? Ja, manchmal kriege ich gar keine Luft mehr. Zum Beispiel gestern, als ich die Fischkisten aus dem Kutter gehievt habe, da habe ich gedacht, ich muss sterben. Ah! Na, war es so schlimm? Wie geht's denn jetzt weiter? Bleiben Sie liegen. Ich habe eine Gewebeprobe entnommen. Die schicke ich ein. Ja. Wenn der histologische Befund da ist, dann sprechen wir das Ergebnis. Ab sofort strikte Diät und Säureblock, aber das haben wir ja schon geklärt. Oswald? Ja. Mhm. Ja, dann komme ich vorbei in eine Viertelstunde. Ja, bis dann. Ein Notfall. Aber ich denke, es wird nicht so lange dauern. Herr Moser, ich muss los. Wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute, bis dann. Sind Sie mit dem Auto da? Natürlich. Dann müssen Sie nochmal im Wartezimmer Platz nehmen. Wieso das denn? Weil Sie in diesem Zustand nicht fahren dürfen. Sie müssen warten, bis die Wirkung der Spritze nachgelassen hat. Ich rufe ein Taxi. So, eine Überweisung zur Physiotherapie. Die Massagen müssen Sie allerdings selber bezahlen. Wieso denn das? Die Kassen zahlen das nicht mehr. Lumpenpack! Sie können natürlich auch Gymnastik machen, aber ob das viel nützt? Ja, das kostet wenigstens nichts. Moin. Einen Moment noch bitte. Dr. Roswein ist gleich zurück. Passiert? Ein Unfall. Schön, dich zu sehen. Wir sehen uns ja gar nicht mehr. Ich bin mächtig im Druck. Kommst du mit Bahn? Es ist alles Licht. Und morgen? Ich muss die Abrechnung fertig machen. Bis du das ruhig muss ich fertig sein. Du musst das verstehen. Und zum Friseur musst du auch mal wieder. Sonst hast du immer die Haare geschnitten. Ich habe bald wieder mehr Zeit für dich. Tobias, kannst du mich hören? Hat er Papiere bei sich? Tobias, hörst du mich?
Hör mal, Junge, hast du Papiere bei dir? Jetzt verschwinden Sie hier. Und Sie haben das genau gesehen? Ja, hat ihm ja die Vorfahrt genommen. Ist mit Karacho so über die Kreuzung wie ein Henker. Ganz ruhig. Haben Sie das Kennzeichen gemerkt? Das tut gar nicht nötig. Das war Klaas Moser, habe ich genau gesehen. Aha. Ich bin sowas von zerschlagen. Ne? Das muss mit der Spritze zusammenhängen. Und du bist so mit dem Auto gefahren? Haben die dir das nicht verboten? Klar haben sie die, ne? Richtig durch Ramona. Die paar Kilometer so. Benebelt bin ich ja auch wieder nicht. Hier lässt deine Suppe nicht kalt werden, ne? Ach, gehst du mal. Ja. Na komm. Na los. Na komm. Hallo, Per. Wir würden gern mal deinen Vater sprechen. Ja, mein Vater ist krank. Per, wir sind hier nicht zum Spaß. Das ist eine polizeiliche Ermittlung. Zwecksklärung eines Sachverhalts. Dürfen wir rein? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass mein Vater krank ist. Ah. Tag, Herr Moser. Herr Moser, ist das Ihr Fahrzeug da? Ja, wieso? Haben Sie den Wagen vor etwa einer Stunde bewegt? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie haben einen Verkehrsunfall verursacht. Mit schweren Personen- und Sachschaden. Ich habe was? Sie haben die Vorfahrt nicht beachtet, Herr Moser. Und dabei ein Fahrzeug zu einer Vollbremsung veranlasst. Es gibt Zeugen. Und? Gehirnerschütterung, wie du ja auch schon vermutet hast, und eine Fraktur des rechten Arms. Keine Läsionen im Schädel-CT? Nee, der Junge hat Glück gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht. Darf ich vorstellen, Schwester Veronika, mein bester Freund Dr. Uli Tesch. Ja, aber ihr kennt euch doch. Ja, wir kennen uns. Ja, wir kennen uns sehr gut. Sehr gut. Sind die Eltern von dem Jungen schon benachrichtigt? Mach ich sofort. Lassen Sie mal, ich mach das schon. Ich bring's denen schon bei. Das ist der Enkel von Albert Eckholm. Aber einen guten Kaffee können wir jetzt brauchen. Sehr gern, mach ich sofort. Du hast die Schickel angeheuert? Ist eine sehr gute Kraft. Aber wem sage ich das? Besonders beim Kaffeekochen, ne? Hat sie nie Kaffee für dich gekocht? Doch. Sehr stark. Sie hat das. Das riecht wie ihr Händchen. Apropos Händchen, wollen wir nicht mal wieder angeln gehen? Vielleicht morgen. Morgen? Nee, du, das geht nicht. Da habe ich schon was anderes vor. Du machst dich ziemlich rar in letzter Zeit. Und dir scheint die Decke auf den Kopf zu fallen. Wird Zeit, dass Jutta zurückkommt. Sondern? Das trifft sich gut. Da steigt eine kleine Party bei mir. Ihr seid herzlich eingeladen. Was für eine Party? Weißt du, Uli, es gab Zeiten, da musste ich dich an meinen Geburtstag nicht erinnern. Das gibt's doch nicht. Inken! Das Auto ist weg. Was soll das heißen, das Auto ist weg? Ja, das Auto ist weg. Das kann doch keiner geklaut haben. Tobias war doch die ganze Zeit hier. Dieser Lausefingel, der ist mit dem Auto weg. Aber er kann doch überhaupt nicht fahren. Klar kann er fahren, ich hab's ihm doch beigebracht. Du hast ihn fahren lassen? Es tut mir leid, aber Tobias hatte einen Unfall. Siehst du? Halb so schlimm, der Arm ist gebrochen, eine leichte Gehirnerschütterung, aber Professor Roswein kümmert sich um ihn. Ich fahre jetzt gar nicht mehr auf. Nein, Link. Fahren Sie heute Abend, jetzt braucht der Junge erstmal Ruhe. Aber ich glaube, die Herren dort erwarten Sie. Kommt Papa auch noch? Der ist noch bei der Polizei. Papa sehr sauer. Na, junger Mann, was machen die Kopfschmerzen? Geht so. Er muss jetzt wieder schlafen. Morgen sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Tschüss. Guten Abend, Herr Bohm. Wir haben Feierabend. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte gern mit Ihnen sprechen.
Ich wüsste nicht, was es da zu sprechen gibt. Zunächst einmal, wie geht's Ihrem Sohn? Den Umständen entsprechend. Hören Sie, Sie können mir glauben, dass mir das alles sehr leid tut. Und ich bin mir auch im Klaren darüber, dass mich eine gewisse Schuld trifft. Eine gewisse Schuld? Naja, Ihr Sohn war nicht angeschnallt. Sonst wäre das alles nicht passiert. Außerdem ist er minderjährig, hat keinen Führerschein. Trotzdem haben Sie den Unfall verursacht. Ja, aber Sie haben Ihre Aufsichtspflicht verletzt. Ich weiß. Dafür werde ich gerade stehen. Können Sie mir sagen, was Sie eigentlich von mir wollen? Ich bin bereit, ein angemessenes Schmerzensgeld zu bezahlen. Kommt natürlich für den Schaden an Ihrem Wagen auf. Das wird die Versicherung klären. Die wird sich an den Schuldigen halten. Und wer das ist ja wohl klar. Nein, das ist nicht ganz klar. Ich war nicht ganz bei mir heute Morgen wegen gewisser Medikamente. Ich hatte eine Gastroskopie. Das ist mir egal. Ich weiß nur eins, mein Sohn liegt im Krankenhaus. Und das ihretwegen. Ich wollte verhindern, dass das weitere Kreise zieht. Das schadet nicht nur meinem Ruf, auch Ihrem. Aber bitte, wenn wir uns nicht gütlich einigen können. Ihren Ruf, den können Sie sich sonst wohin stecken. Und jetzt verschwinden Sie. Ich hab dich reinkommen sehen. Ja. Manchmal finde ich nur noch hier meine Ruhe. Ich habe unserem Herrgott gedankt, dass es mit Tobias so glimpflich abgegangen ist. Schlimm genug. So, du bist ja zornig auf Mark, ne? Er ist einfach unverantwortlich. Er lässt ihm jeden Willen. Ja, es ist nicht gut, wenn die Eltern ihre Kinder nicht zusammen erziehen. Und vor allem an einem Strang ziehen. Was soll ich denn tun? Vielleicht wieder mit ihm zusammenziehen. Das ist deine Sache. Ich halte mich da raus. Ich komme langsam in das Alter, wo man sich heraushalten muss. Ich gehe rüber zu Dr. Rosheim, wenn es ist. Rufst du mich an? Ja. Hallo. Moin. Arbeiten Sie jetzt hier? Es wäre sehr gerne, wie du da bist. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Dr. Teschner, privat. Privat ist erst nach der Sprechstunde. Ja, dann in die Sprechstunde. Tut mir leid, dass du ständig hin und her laufen musst. Das ist halt fit. Jutta kommt ja am Samstag wieder. Ist der Moser heute da? Nein. Wenn er kommen sollte, sein Befund ist da. Ja, Roswein. Ich habe da neulich schon mal angerufen. Es geht um eine Patientin. Na, wahrscheinlich habe ich mich einfach bei der Gartenarbeit übernommen. Also mit dem Fuß ist alles in Ordnung. Aber wahrscheinlich sind Sie ja nicht nur deswegen zu mir gekommen. Naja, ich wollte Sie fragen, wann kommen denn unsere Frauen von Bali zurück? Am Samstag. Hat Ihnen das Floriane nicht gesagt? Ja, wann denn genau? Ich will sie vom Flugplatz abholen. Lassen Sie mal, Herr Wilson. Ich habe sie hingebracht. Ich hole sie auch wieder ab. So, das wär's. Haben Sie sonst noch irgendwelche Beschwerden? Nee, sonst ist alles okay. Dann sagen Sie Schwester Gitte bitte Bescheid, sie möchte den nächsten Patienten reinschicken. Ach, da fällt mir noch ein... Noch was? Ja, Klaas Moser hat Anzeige gegen Dr. Rosswein erstattet. Bitte? Ja, und damit auch gegen Sie als Leiter dieser Gemeinschaftspraxis. Das verstehe ich nicht. Er war ziemlich dun am Tag des Unfalls. Er war betrunken? Ja, das nicht, aber er stand unter starkem Medikamenteneinfluss. Frau Moldenhauer, bitte. Entschuldigung. Einen Moment noch, ja? Ui, moin, Frau Moldenhauer. So scherzen mich leider im Moment nicht aufgelegt, Herr Kollege. Wenn ich störe? Nein, bleiben Sie ruhig. Also, um es kurz zu machen... Herr Moser war doch hier zur Gastroskopie. Ja. Er hat eine Beruhigungsspritze bekommen? Er war ziemlich aufgeregt. Nach der Gastroskopie hat er sich in sein Auto gesetzt und dann, naja, ist es zu diesem Unfall gekommen. Das ist ja wohl eindeutig seine Schuld. Der Mann hat uns angezeigt. Was? Das gibt's doch. Der setzt sich über unsere Anweisungen weg und erstattet dann Anzeigen. Wir haben jetzt ein ziemliches Problem an der Backe. Mit dem es nicht gut Kirschen essen. Wir können ja demnächst Wachen auf dem Hof aufstellen und die Autoschlüssel konfiszieren. Wir sind doch hier nicht im Kindergarten, Mensch. Ich werde mit ihm reden. Nein, ich spreche mit ihm. Das ist mein Patient. Ich habe ihn wirklich aufgeklärt.
Ja. Ihr Fall, Herr Kollege. Oh, schön haben Sie es hier. Na, du. Na. Ja, komm mal her, du. Na. Sieht nicht gut aus, was? Sind Sie bloß nicht in Operation? Och, histologisch gesehen besteht dazu kein Grund. Ja, nein, wir kriegen das mit Medikamenten in den Griff. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten sich an die Therapie. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Herr Moser, ich komme noch aus einem anderen Grund. Ach ja? Sie haben behauptet, dass Sie nicht über die Wirkung des Sedativums aufgeklärt worden sind. Ja, so ist das leider. Schwester Ramona hat Sie doch ausdrücklich auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Woher wissen Sie das? Sie hat Sie ins Wartezimmer geschickt, bis Sie wieder fahrtüchtig sind. Waren Sie dabei? Nein. Na bitte. Ach, hören Sie doch auf, ich kenne meine Mitarbeiter. Und Schwester Ramona ist die Gewissenhaftigkeit selber. Aber Herr Doktor, das ist doch kein Beweis. Nein, sie hat mir keinerlei Anweisungen gegeben. Menschenskind, Sie lügen doch. Ich muss doch Sie bitten. Damit Sie im Bilde sind, ich werde die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen. Ich habe Kartoffelsalat für dich gemacht. Ich habe heute überhaupt keinen Appetit. Ach, nimm dir das doch nicht alles so zu Herzen. Hm? Leicht gesagt. Und wenn ich meinen Job verliere? Ja, Teschner und Moritz wissen doch, dass du die Wahrheit sagst. Und wenn Moser bei seiner Aussage bleibt und das Ganze vor Gericht geht, dann steht Aussage gegen Aussage. Das ist noch kein Grund, dich zu kündigen. Vielleicht zweifelt Teschner ja dann auch. Ich weiß ja selbst nicht mehr, was ich denken soll. Das traut sich der Moser doch nie. Hm? Kennst du den aber schlecht. Na prima, haben wir es fast geschafft. Ja. Du hast dich ganz schön eingefummelt. Eingefummelt? Eingearbeitet. Kann ich dich noch mal was fragen? Aber natürlich. Es ist wegen Ramona, weil, also ich dachte, dass... Benny schläft immer noch nicht. Du sollst immer zu ihm kommen. Die Damen entschuldigen mich bitte und mach dir nicht zu viel Gedanken, das kommt schon wieder auf die Reihe. Jetzt ist Schluss.